13 Jahre geplant, 1,5 Jahre ausgebaggert. Mit einem der gefragtesten Spezialbagger der Welt. Veranschlagte Kosten mehr als 100 Millionen Euro. Das sind die Dimensionen der Vertiefung des Seekanals in Rostock. Vor 2 Jahren der Startschuss. Das ist ein großes Projekt, was wir hier gestartet haben, aber ein Projekt, was wirklich sowas von notwendig ist, um den Seekanal so zu ertüchtigen, dass dann auch die großen Schiffe hier voll abgeladen reinkommen. Der Seekanal wurde nicht nur verlängert, sondern auch auf Baltic Max vertieft, also auf die maximale Tiefe, die Schiffe auf der Ostsee haben können. Von rund 15 Metern runter auf etwa 17 Meter, sodass jedes Schiff auf der Ostsee den Überseehafen anlaufen kann. In den ersten beiden Bauabschnitten haben wir zwischen den beiden Wendeplatten die Fahrrinne um 25 Meter verbreitert. Und diese Verbreiterung ist wichtig für große Öltanker, die hier in den Ölhafen wollen in Rostock. Dadurch entsteht für die ein wesentlich größerer Manövrierraum und das ist eine gute Verbesserung. Um Rostock in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten und gleichzeitig zur Versorgungssicherheit in Deutschland beizutragen. Parallel zum Alltag im Kanal arbeiten mit großem Besteck. Dass wir sehr hohen Schiffsverkehr haben, ne, dass der Schiffsverkehr nicht unterbrochen wird wegen den Baggermaßnahmen, das war eine Herausforderung. Dann der harte Boden, der Geschiebemergel, das ist im Fels ähnlich. Im Juni dieses Jahres und damit früher als geplant hieß es dann, Baggerarbeiten offiziell abgeschlossen. Es gibt nur ein Problem. Genau, denn große Schiffe kommen nach wie vor nicht an den Rostocker Hafen, an die Kaikanten. Dennis Mollenhauer, unser Reporter, war heute bei der Eröffnung dabei und kann uns erklären, wo das Problem liegt und warum niemand durch den Kanal fahren kann bislang. Genau, das liegt einfach daran, dass im Überseehafen aktuell noch kein Liegeplatz ist, der tief genug ist. Dementsprechend dauert das noch ein bisschen, bis dann wirklich die ganz großen Schiffe voll beladen dort auch wirklich anlegen können. Laut dem Hafenbetreiber Rostock Port wird das noch ungefähr 4 Jahre dauern, also 2028 frühestens der Fall sein. Aber um mal auf die guten Seiten zu blicken, das Ganze ging schneller vonstatten, die Ausbaggerung des Seekanals. Dort hat man tatsächlich das Ganze schon 9 Monate früher, also ein Dreivierteljahr früher beenden können. Und es ist auch günstiger geworden. Ursprünglich waren das so rund 130 Millionen Euro, mit denen da gerechnet wurde. Letztendlich ist man jetzt bei 72 Millionen Euro gelandet. Und warum das Ganze so ist, das kann mir Stefan Gramann, der Leiter des Amtes für Wasserstraßen und Schifffahrt Ostsee, beantworten. Herr Gramann, jetzt kennt man es ja, dass Sachen dann doch länger dauern und auch teurer werden. Hier ist es ja genau andersrum. Wie kommt das denn? Ja, das hatte mehrere Einflussfaktoren. Einmal, als wir die Maßnahme begonnen haben, umzusetzen, da steckten wir in der Energiekrise und wir sind natürlich für die Haushaltsmittel, die wir brauchen, so rangegangen, dass wir gesagt haben, okay, das Risiko, wie entwickelt sich der Dieselpreis, ist schwer abzuschätzen. Dazu dann eben ein etwas höherer Preis angesetzt. Als zweites haben wir so mit mittelgroßen Geräten gerechnet, die uns hier angeboten werden. Und angeboten bekommen haben wir aber sehr, sehr leistungsfähige, große Geräte. Und dadurch kommt dann einmal ein besserer Preis zustande und eine höhere Geschwindigkeit. Also für uns ein voller Erfolg. Und deswegen wollen wir den heute freigeben, den Seekanal, denn wir haben geliefert. Und jetzt gab es ja im Vorhinein auch seitens der Anwohner Bedenken, dass es vielleicht während der Arbeiten zu laut werden könnte oder dass Grundstücke beschädigt werden. Wie genau sind Sie damit denn umgegangen? Das haben wir sehr genau monitort. Wir hatten mehrere Sensoren im Wasser, die eben den Schall gemessen haben, die Vibrationen gemessen haben. Und wir hatten dann aber Geräte im Einsatz, die wirklich unterhalb der zulässigen Normen geblieben sind und auch relativ zügig die kritischen Bereiche gebaggert haben. Und das offensichtlich auch noch so geräuschlos, dass wir keine zusätzlichen Beschwerden hatten. Hier wird also positiv in die Zukunft geblickt und heute das Ganze dann eben ja feierlich eingeweiht. Wann dann wirklich die ersten Schiffe im Überseehafen ja anlegen können, das schaut man dann. Aber erstmal Freude darüber, was geschafft wurde.